Hallöchen, meine Lieben. So, ich starte jetzt hier mit meinem ersten Vorstellungsvideo. Es ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, in diese Kamera hier zu gucken, weil ich immer auf den Bildschirm gucke. Also verzeiht mich, ich bin noch nicht geübt hier in der Film- und YouTube-Branche. Also ich bitte um Verzeihung. Also ich möchte mich jetzt erstmal kurz vorstellen. Ich bin die Laura Kowohl. Ich komme aus Höchstadt, Lonnerstadt, ist in der Nähe von Nürnberg, Erlangen, Würzburg. So ein bisschen in der Richtung, also auf jeden Fall aus Deutschland. Ja, dieser YouTube-Kanal startet jetzt und der Grund dafür, den möchte ich euch ganz kurz erzählen. Also, ich bin seit August bei Pigbee The Beauty Box. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt diesen YouTube-Kanal geben wird. Kadi und Michi Glauninger, ja, die meisten, denke ich, die jetzt als erstes meine Videos anschauen, kennen die beiden, haben mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, einen YouTube-Kanal zu machen. Über meinen Werdegang so ein bisschen bei Pigbee, wie es weitergeht, auf die Events mitnehmen und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich direkt Ja gesagt. Ich habe mich direkt super geehrt gefühlt, dass sie mich da gefragt haben. Und deswegen starte ich jetzt damit. Ich filme jetzt aktuell noch mit meiner Handykamera. Es wird sich jetzt auch nach einiger Zeit alles ein bisschen upgraden, aber ich dachte, ich starte jetzt auf jeden Fall mal, weil es geht wirklich jeden Tag voran, jeden Tag verändert sich was und jeden Tag gibt es was Neues. So, das ist jetzt mal ein bisschen kurz die Vorgeschichte, worum es hier gehen wird. Also ihr werdet mich begleiten in meinem täglichen Leben, in meinem Leben mit Pigbee, ja. Was alles noch kommen wird, kann ich euch selber noch nicht so wirklich sagen, weil es kommt jetzt so vieles auf mich zu und ich bin schon super gespannt und ich nehme alles an, was mir so passiert. Und dann möchte ich mich kurz vorstellen. Also Name habe ich ja schon erzählt, wo ich herkomme. Ich bin 24 Jahre alt und bin gelernte Friseurin. Make-up-Artist, Kosmetikbranche und so weiter, alles Mögliche. Ich habe jetzt auch letztes Jahr meinen Meister gemacht als Friseurin und habe mich dann entschieden, nach dem Meister, beziehungsweise noch vor dem Meister, ich möchte mich gern selbstständig machen mit meinem eigenen Studio, in dem ich Wimpernverlängerung anbiete, Haare, Haarverlängerung, Balayage ist mein Hauptspezialgebiet und so weiter und so fort. Ja, dann war ich mit dem Meister fertig. Es war wirklich eine krasse Zeit, aber ich bin wirklich auch dankbar dafür, dass ich es durchgezogen habe, obwohl ich davor echt mega Schiss hatte. Weil ich war doch schon 2-3 Jahre nicht mehr in der Schule, hatte die Ausbildung fertig und man will eigentlich nicht mehr zurück in diese Lernerei. Dann wurde mir von vielen gesagt, es wird eine sehr, sehr harte Zeit. Ich habe mein Meister bei Mining House Akademie gemacht und hatte da wirklich von früh bis spät immer Unterricht. Und ja, auf jeden Fall ist die Zeit zum Glück vorbei. Es war auch eine schöne Zeit, aber ich bin wirklich froh, dass es vorbei ist. Und dann war eben der große Schritt, ich werde meinen Laden eröffnen. So, war eigentlich alles ganz gut geplant und gut vorbereitet und habe dann so nach und nach bisschen eingekauft, meine Möbel, wie möchte ich es einrichten und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber noch Kosmetikprodukte gebraucht. Also ich wollte eine gute Pflege, ich wollte eine Pflege, die man nicht überall kaufen kann. Und ich war eh schon viel auf Instagram unterwegs. Ich war selber absolut nicht aktiv. Ich habe eher nur die anderen angeschaut. Vielleicht habe ich mal eine Story von meinem Essen hochgeladen, so ungefähr. Aber das war es dann auch schon. Und dann hat es mir die liebe Kadi Glauninger auf Instagram angezeigt. Und sie hat von einem Beauty-Business gesprochen. Komm in mein Beauty-Business, ich zeige dir, wie es geht. Super Leitfaden, pipapo. Und ich gleich, jawohl, cool, hört sich cool an. Ich muss sie direkt anschreiben. Ich habe sie angeschrieben und kurze Zeit später hat sie sich dann schon bei mir gemeldet. Wir haben telefoniert
Und rückblickend hätte ich nie gedacht, was das in mir, mit meinem Umfeld, mit meinem Leben verändern wird. Ich wollte nur Produkte. Und jetzt bin ich hier. Ihr wisst noch nicht, wo ich gerade bin, aber es ist für mich absolut krass. Also kann ich nur so dazu sagen. So, weiter geht's im Text. Ich schweife ab. Ich wollte eigentlich nur Produkte und dann habe ich mit ihr telefoniert und sie sagte zu mir, treffen wir uns doch in München. Also die Kathi ist aus Österreich und sie hat gesagt, treffen wir uns in München. Sie ist da für kurze Zeit und ich kann da vorbeikommen, dann können wir alles besprechen und so weiter und so fort. Ja, ich natürlich so, also Lonnerstadt, Höchstadt ist ein Kaff, ne? München war für mich schon so, nach München fahren, einfach so, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, war für mich die Entscheidung schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt einfach nach München, habe mich dann schon über mich selber eigentlich gewundert und ich habe es dann aber tatsächlich gemacht. Bin nach München gefahren, habe mich mit der Kathi getroffen, habe auch den Michi dort zum ersten Mal gesehen und es war direkt, so herzlich, es war so schön, ich habe mich so wohl gefühlt bei den beiden und ich wusste immer noch nicht, was das alles bewirken wird und wirklich, das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Auf jeden Fall haben wir so gestartet, sie hat eine Hautberatung bei mir gemacht, sie hat mir die Produkte gezeigt, Produktempfehlungen gegeben und genau auf meinen Hauttyp abgestimmt. Und ich war so begeistert. Ich hatte keine richtig starke Problemhaut, aber ich hatte definitiv keine gute Haut. Ich war nie so richtig der Pflegetyp, ich war Abschminktücher, jetzt hat um Gottes Willen absolutes No-Go. Aber obwohl ich die Kenntnisse hatte mit meiner Ausbildung, mich hat es immer nicht so ganz berührt, nicht so ganz interessiert einfach. Ich habe mich zwar abgeschminkt, ich habe meine Maske gemacht, aber das war dann auch schon, alles. Und ich habe dann direkt mir ein Riesenpaket geholt. Wollte auch direkt alle Powerlip-Farben, weil ich mir gedacht habe, cool, wenn ich Beauty-Business mache, mache ich Beauty-Business und dann mache ich das gescheit. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Für mich war es, sage ich jetzt auch, nicht wirklich finanziell möglich, weil ich hatte keinen Job. Ich wollte ja gerade in die Selbstständigkeit. Ich hatte viel zum Einrichten, hatte nicht wirklich Geld, aber ich habe eine Chance gesehen. Und das nur jetzt mal so zwischenrein, wenn ihr die Chance seht, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn es zum Greifen nah ist und ihr wisst, okay, da könnte sich was draus ergeben, hört da drauf. Ich sage nicht, gebt hunderte Euro aus, aber geht den Weg und vertraut auf euer inneres Gefühl. Ja, nur kurz auch nochmal dazu. Ich merke schon, ich schweife die ganze Zeit ab, aber gut, ich hoffe, mit der Zeit, dass ich hier jetzt einen YouTube-Kanal habe, wird sich das ein bisschen einpendeln und ich werde da ein bisschen besser drin. Aber gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann die Produkte zugelegt, bin dann schon in die Produkterfahrung gegangen. Das war auch so mein erster Schritt und war mega begeistert. Ich war so begeistert von den Produkten. Ich bin mega begeistert von den Powerlips zum Beispiel. Ich habe alle anderen Lippenstifte verbannt. Bei mir gibt es nichts anderes mehr als Powerlips und halt mal ein Lipgloss, ein Smile Pop oder den Contouring Lipgloss. Aber das war's auch schon. Es gibt bei mir nichts anderes mehr, weil es sind einfach die besten. Ich habe da keinen Bock mehr, irgendwas anderes zu benutzen. Ich werde das jetzt alles auch nach und nach los. Und wie gesagt, das war schon mal der erste Punkt. Ich war super begeistert von den Produkten. Und das ist auch der wichtigste Schritt, weil ihr müsst wirklich hinter eurem Produkt stehen. Für die Leute, die jetzt auch mit PicBee anfangen, es ist wirklich das Wichtigste. Startet mit der Produkterfahrung. Ganz, ganz wichtig. So, auf jeden Fall habe ich dann gestartet. Es war im Juni. Es ging noch nicht mal los in Deutschland mit PicBee. Und deswegen, wie gesagt, ich war dann in meiner Produkterfahrungsphase. Und dann hieß es gibt ein großes großes Kick-Off-Event in Deutschland. PicBee kommt nach Deutschland am 30.06. Ja. Da hat aber meine beste Freundin geheiratet. Natürlich konnte ich bei diesem Kick-Off-Event nicht dabei sein. Ich habe es aber trotzdem ein bisschen auf Instagram dann nebenbei verfolgt
und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie cool ist das einfach nur, wie cool ist dieses Pikbi? Ich hatte das noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich hatte die Produkte, die waren schon richtig geil. Und dann habe ich das gesehen von diesem Event und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ich muss dabei sein, ich muss da richtig krass durchstarten. Und dann habe ich kurz danach wieder mit der Kati telefoniert und ich habe gesagt, so, was muss ich jetzt machen? Wie läuft das jetzt alles ab? Und dann habe ich mir direkt die große Academy gebucht. Und das ist so eine Online-Ausbildung, wo ihr wirklich ein Schritt-für-Schritt-Konzept habt. Ihr könnt Hautberatungen machen. Ja, es ist einfach alles mit drin. Ich kann euch jetzt den Umfang davon gar nicht wirklich erzählen, weil es ist einfach viel zu viel. Ihr kriegt auf jeden Fall im Großen und Ganzen gezeigt, wie ihr euer eigenes Beauty-Business aufbaut, egal aus welcher Branche ihr seid. Es ist völlig egal. Es ist wirklich für jeden was. Aber dazu kommen auch noch Videos. So wie ich mir das vorgenommen habe. ja, dann auf jeden Fall war das mega cool. Dann waren die ersten Power Days in Deutschland. Power Days sind unsere Trainingstage. Die waren dann, ich glaube, irgendwie 15. August, 16. August, irgendwas Mitte August rum. Und da bin ich hin. Davor hatte ich immer ein bisschen beobachtet. Ich habe schon irgendwas gemacht, aber irgendwie habe ich mich noch nicht richtig reingefunden gehabt, weil, wie gesagt, ich war in meiner Produktstartphase und war ja dabei, meinen Laden aufzubauen. Also ich hatte da wirklich viel zu tun und habe trotzdem immer geguckt, ich muss das machen, ich brauche dann genau einen Leitfaden. Und dann bin ich zu den Power Days und jetzt kommt der wichtigste Punkt, geht zu den Power Days, wenn ihr das macht. Also die Leute, die sagen, die brauchen die Power Days nicht, ich bitte euch, das ist völliger Käse. Ihr müsst dahin, egal was ihr schon gemacht habt, egal ob ihr Friseurmeister seid, egal ob ihr Kosmetikerin seid, ob ihr seit 10 Jahren Kosmetikstudio habt, ist egal, geht zu den Power Days. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. ja, ich war dann dort und ich war total begeistert wiederum. Also ich bin nur begeistert, ihr merkt schon. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so richtig gestartet. Ich habe dann wirklich richtig durchgestartet. Ich habe das Konzept dann auch richtig verstanden. Ich meine, man lernt immer wieder noch was Neues dazu, aber so dieses Grundkonzept, ja, habe den Sinn verstanden, was das alles ist. Und dann, jetzt kommt eigentlich das Krasseste für mich, mein Laden war immer mein Traum. Ich habe dafür meinen Meister gemacht, ich wollte den Meister nicht machen. Ich habe den Meister nur gemacht, damit ich diesen Laden eröffnen kann. Habe viele tausende Euro dafür ausgegeben, um diesen Laden zu eröffnen. Und dann kam Pikbi. Und ich habe da drin so eine große Chance gesehen, dass ich meinen Laden nach hinten geschoben habe. Und er hat gewartet bis jetzt. Wir haben Februar. Ich habe immer zwischendrin ein bisschen was gearbeitet im Laden. Ich habe ihn aufgebaut. Es war so, so viel zu tun. Aber auf jeden Fall war Pikbi mein Fokus, weil ich gewusst habe, was es für eine große Chance ist. Und da muss man wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Ich habe wirklich, ich habe viele, viele Stunden am Tag gearbeitet dafür. Ich habe mir da wirklich echt den Arsch aufgerissen und bin immer noch dabei, weil ich habe so, so große Ziele und die möchte ich erreichen. Und es ist mit Pikbi möglich. Und jetzt kann ich es kaum glauben. Ich bin mittendrin. Ich bin jetzt trotzdem immer noch bei meinem ersten großen Meilenstein beim Brand Wrap. Und es geht aber voran und Ziele sind gesetzt. Die nächsten Ziele sind gesetzt. Ja, und es wird so weitergehen. Auf jeden Fall ja, ist es so meine Geschichte. Ich möchte jetzt gar nicht weiter drum rum reden. Ich werde bestimmt noch mal ein Video dazu machen, wo ich so ein bisschen was über mich erzähle. Aber ich möchte euch einfach ja, mitnehmen in das Leben von Pikbi, in mein Leben. Ich möchte euch Ausschnitte zeigen, wie so der Tagesablauf ist. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen grob alles zusammenfassen können. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich, dass ich euch begleiten darf dabei und oder dass ihr mich begleiten könnt. Und ich hoffentlich auch sehe, wie ihr mit Pikbi startet, dass ich vielleicht eine kleine Inspiration für euch sein kann. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt euch immer an mich wenden. Ich bin da wirklich sehr, sehr offen und ich freue mich auf die Nachrichten von euch. Ich bin gespannt, was mit YouTube hier auf mich zukommt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr dieses Video anschaut und ich freue mich auf alles, was kommt.